Die Engelkes, starke Frauen gefragt zu aktuellen Themen unserer Zeit. Thema heute, Nacktfotos. Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung, wenn Menschen sich für ein Magazin nackt ausziehen. Aber die Fotos müssen unbedingt seriös und ästhetisch sein. Das hat mir jedenfalls damals der Fotograf gesagt, als er mich nach Hause geschickt hat. Ja, wenn ich will, der hat schon. Nee, also Nacktfotos gehen ja gar nicht. Ne? Allein die Vorstellung, dass sich irgendwelche ätzenden, fetten Typen auf mein Nacktfoto einschleudern. Also nee, danke. Ne? Außerdem geht's niemand was an, wo ich überall Rasterlocken habe. Nacktfotos. 150 Mal hat Franjo, mein eigener Mann, mich splitterfasernackt fotografiert. Ich war ganz stolz. Endlich mal ein Nacktfoto von mir. Dann habe ich die Bilder gesehen und überall fehlte der Kopf. Nicht die Füße, nicht die Ohren, nein, nur der Kopf. Ich habe ihn gefragt, was das soll und er hat gesagt, Schatz, ich habe mich auf Wesentliche konzentriert. Männer finde ich komisch. Unser Julius Konstantin ist jetzt 13 geworden und da haben wir uns gedacht, jetzt wäre er langsam soweit. Naja, und dann haben wir ihm halt den Playboy gekauft. Obwohl ich mir im Nachhinein gar nicht so sicher bin, ob ein 13-Jähriger mit so einem großen Zeitungsimperium schon zurechtkommt. Jo, der bekackte Playboy, den die Männer nur wegen der guten Interviews lesen. Ha, also ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich ein Kerl wäre, dann würde ich mir so ein rasiertes Hühnchen wohl auch mal gerne über den Kolben ziehen. Wie gesagt, wenn ich ein Kerl wäre. Neue Frau und natürlich neuer Stuhl. Ja, dann wird es einen neuen Stuhl geben. Was mache ich aber so lange mit dem alten? Wissen Sie was, den versteigere ich einfach für einen guten Zweck. Sie können ab sofort auf meiner Homepage www.ankelatenight.de an diese Stelle hier gehen. Was eBay kann, das können wir schon lange. Unsere Rubrik heißt Ankai. Ich fand die Idee super. Ankai, eBay Ankai. Hier, gehen wir einmal drauf. Ich zeige Ihnen das mal. So, ich erzähle Ihnen ein bisschen was zu diesem sensationellen Stuhl, der wirklich wahnsinnig bequem ist. Schauen Sie, hier bekommen Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Der sieht so sexy aus. Das ist ein Schleudersitz aus dem Jahr 2004, kaum benutzt. Insgesamt nur 78 Fernsehauftritte. Der Stuhl, der in Deutschland fast Fernsehgeschichte geschrieben hätte. Dieser Stuhl hat schon mehr von Anke Engelke gesehen, als ihm lieb war. Hallo? Ja, das ist richtig. Obermaterial garantiert echtes Kunstleder-Imitat. Also echtes Leder. Das ist ein richtig guter Stuhl, ein Designerstuhl, was richtig fein ist. Und schauen Sie, die Auktion endet am Mittwoch, dem 20. Oktober, sprich übermorgen, um 12 Uhr. Das heißt, wenn Sie mitsteigern wollen und das Geld geht einem guten Zweck, aufs Konto der Aktion Medior, da können Sie sich auch informieren. Nehmen wir einmal runter, Aktion Medior, zack. Wenn Sie mitsteigern wollen, dann müssen Sie jetzt loslegen, bitte. Und wir werden das natürlich überprüfen, ob das Ganze auch seriös ist, ob man Ihnen glauben kann oder ob Sie Carsten Speck sind. Also ein bisschen aufpassen. 20 Millionen wäre so ein Einstiegsangebot.